ab, Leute, Hunger. Es ist Sonntag früh. Gestern Abend wurde Pugenta freigeschaltet. Ich habe bereits ein paar 100% Pugenta verpasst. Okay. Mehr dazu gleich. Aber jetzt gehen wir erstmal mein erstes Pugenta fangen. Was übrigens hoffentlich auch ein 100er ist. So, ist hier alles voller Pugentas. Aber ich will, dass mein erster 100% ist. Der müsste da vorne rechts irgendwo sein. Wir haben noch 7 Minuten, keinen Stress. So. Gestern ein paar verpasst, sogar zwei vor meiner Haustür. Einer um 4 Uhr, einer um 6. Der um 4 Uhr, da war ich sogar noch wach. Also was heißt vor meiner Haustür, aber hätte zu Fuß hingehen können. So, der müsste es sein. 400 irgendwas müsste der haben. 405, ja, das ist er. So, goldene Himmelberge. Ja, kann ich euch irgendwo abstellen? Moment. So, Curve, great. Und drin ist er. Puh. Wieso bin ich so nervös für einen 100% Pugenta? Warte, erstmal Pokédex-Eintrag. Saftig. Screenshot. Und die Aufnahme hat nicht aufgenommen. Okay. Das ist behindert. Jetzt starte ich nochmal den Recorder. Fuck, wenigstens habe ich einen kleinen Screenshot für euch gemacht. So, hier ist er. Jetzt checke ich mal, ob die Aufnahme läuft. Okay, jetzt läuft sie. Jetzt erstmal bewerten. Bester Satz, HP, Tag, Defense, 15. Wir haben ihn, Leute. Das war auch mein erster. So, 100%. Stelle ich gleich mal ab. Dann erzähle ich euch, was das Problem war. So. Ah, kann ich euch irgendwo abstellen? Ah, da vorne. So. Das Problem? Ich habe gestern Abend noch ein Softband bekommen. Richtig leidend. Und dann hat uns unser Fahrer Robert, Shoutout an dich, klasse Fahrer, abgelassen, weil ich müde war und eben den Softband bekommen habe. Und 5 Minuten danach ist ein Pugenta gekommen, 100% das erste. Alle sind natürlich hingefahren, für mich richtig leidend. Aber ich konnte eh nicht fahren, weil ich Softband hatte. Der Kollege, der mit ausgestiegen ist, der hat gelitten. Und dann kam noch einer um 4. Wie gesagt, vor meiner Haustür hätte ich zu Fuß hingehen können, aber ich war noch gebannt, Softband. Dann heute Morgen genau an derselben Stelle um 6, aber da habe ich geschlafen. Und jetzt, zum Glück kam der hier rein. Nicht der, sondern der andere. Softband zum Glück vorbei, aber heute heißt es für mich ein bisschen weniger spielen. Nur entwickeln, heute habe ich eh nicht viel Zeit, aber Alex ist mir dicht auf den Fersen. Respekt an Alex, hätte ich echt nicht erwartet. Und wieso fange ich überhaupt das Nebulak? Ich darf nicht so viele Pokémon fangen, das darf ich nicht für Nebulak verschwenden. Schnappen wir uns noch dieses Pugenta hier und dann geht's heim. Ich bin einfach so losgelaufen, meine Chance hier. Ich bearbeite gerade das Video von gestern, also das, was ihr gestern seht, habe ich gerade bearbeitet und da bin ich einfach losgelaufen, wo ich das Pugenta gesehen habe. So, passt. 3 Pugenta ist gefangen. Das erste war 100%. Ab nach Hause. So, kleine Planänderung. Ich lade das Video vom Pugenta jetzt gleich hoch und dann das von der Raid Tour gestern kommt dann erst morgen. Leider keine Zeit, das andere Video jetzt mit der Raid Tour zu bearbeiten und hochzuladen. Da sind echt coole Momente dabei, schaut morgen vorbei. Aber gestern kam kein Video, weil wir um 10 Uhr die Raid Tour gestartet haben. 10 Uhr bis zum Ende haben wir Raids gemacht. Dementsprechend, die Ergebnisse seht ihr gleich. Erst noch die Ergebnisse von Freitag auf Samstag. Da habe ich 1 Million gemacht nur. Bisschen schwach, aber ich habe auch kaum entwickelt. Habe Ressourcen gespart, wieder aufgebaut. Also bin von 52 Millionen auf 53 Millionen gestiegen und Pokémon gefangen. Habe ich wieder um die 700, bisschen mehr als 700. Was auch mein Softband erklärt, weil ihr wisst, das Limit ist ungefähr 3,5 pro Woche und 5x7 würde die 3,5 überschreiten. Ich habe es eigentlich perfekt geplant, weil heute kann ich halt kaum spielen, erst um 9 Uhr abends erst wieder. Und deswegen habe ich es eigentlich echt so getimt, dass ich das Limit halt am Sonntag erreiche, also kurz vor Sonntag, also Samstagabend und dann Sonntag sozusagen Pause habe und am Montag wieder loslegen kann. Aber wir haben gestern ein bisschen zu lange gemacht. Am Ende noch geklickert und gewartet, bis irgendein krasser Spawn kommt. Und da habe ich das Limit dann ganz leicht überschritten. Aber der Softband ist jetzt zum Glück wieder weg. Aber schon dumm von Niantic. Die wollen, dass man so viel fängt wie möglich, um irgendwas freizuschalten. Und dann kriegt man ein Softband, wenn man zu viel fängt.
Kein Kommentar. Niantic, was da los? Beef mit Niantic. Also, ey, so dumm sind die Leute bei Niantic. Auf jeden Fall, Stops gedreht habe ich über 600. Also den Pokestop-Softband habe ich noch nicht erreicht. Ich weiß da auch gar nicht genau, wann der eintrifft. Also den hatte ich schon nicht so häufig wie den Pokémon-Softband. Den hatte ich ja schon öfters. Aber wenn es so weitergeht, vielleicht den auch noch. Auf jeden Fall. Entwickelt habe ich dann natürlich dementsprechend auch kaum was. 120. Weil ich ja Ressourcen wieder aufbauen wollte. Ja, das waren die Ergebnisse von Freitag auf Samstag. Bisschen weniger gemacht. Ressourcen wieder aufgebaut. Aber dann, gestern auf der Tour mit Alex gewesen, meinem Konkurrenten, meinem Herausforderer. Da hat er ein bisschen hart angezogen, was mich überrascht hat. Deswegen musste ich natürlich auch wieder Gas geben. Und da schauen wir uns jetzt auch noch die Sachen an. Und zwar habe ich Pokestops gedreht. 450. Oh, wieder eine glatte Zahl. Das finde ich echt geil. Okay. 450. Dann gefangen. Heute genau 600. 97.738 und jetzt habe ich 98.338. Also diese glatten Zahlen finde ich richtig geil. Und entwickelt, gestern auf der Tour natürlich, wieder ein bisschen mehr zwischendurch. Glücksei gezündet, dann den Raid gemacht und dann die restliche Zeit des Glückseis natürlich genutzt, um zu entwickeln, damit das eigentlich verschwendet wird. Habe ich wieder 270 gemacht, 270 Entwicklungen und EP. Wo sind die EP? Hier. 2 Millionen gemacht, nicht ganz. Es fehlen 20.000. 18.000 fehlen sogar nur. Und das war's. Kleines Update. Gestern kein Video gemacht, weil wir so früh gestartet haben. Das Raid-Video kommt morgen, wie gesagt. Kommentar geschnappt. Trotz Softbands. Das war echt leiden gestern Abend. Ich habe welche gesehen, aber ich konnte die mir nicht holen. Wegen dem Softband. Niantic, echt. Was macht ihr da? Ihr wollt, dass wir so viele Pokémon wie möglich fangen. Aber verteilt Softbands an die Leute, wenn die zu viel fangen. Und das war's von mir. Ende gut, alles gut, zum Glück alles gut ausgegangen, 100% Prometer gefangen, viele Raids gemacht, 2 Millionen EP wieder, richtig saftig. Ansonsten, schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft, das Event. Ich habe so viele Einsendungen bekommen und Markierungen, dass ihr Level 40 geschafft habt. Glückwunsch an alle und schreibt auch rein, ob ihr schon ein Prometer habt, wenn ja, wie gut das ist. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.